Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Train Backspec. Dabei sind Dani und Neo. Hallo. Und Hallo. Ich war ein bisschen am Baum wegholzen hier, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann habe ich auch noch einen weggemacht. Und Dani ist mittlerweile bei uns angekommen und sortiert schon mal fleißig seine Sachen hier ein. Und ich würde dir einen Wegpunkt empfehlen, dass du dir noch einen stellst. Jetzt versuche ich immer noch mein Fenster auf spielbar zu vergrößern. Na, er hat gerade leichte Meinungsverschiedenheiten mit Minecraft. So, dann hier mal weiter ausbauen. Egal wie ich versuche einfach mein Fenster zu vergrößern, egal wie ich das mache. Es funktioniert einfach nicht, aber ich höre die Geräusche im Hintergrund, wie du Holz abbaust oder irgendwas. Okay. Jetzt habe ich gerade ein bisschen die Plattform vergrößert. Wie wollen wir es denn eigentlich machen? Willst du ein gemeinsames Haus oder zwei machen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Weil die Plattform ist jetzt nicht so groß, dass wir zwei auf die Plattform kriegen würden. Das heißt, wenn du ein eigenes Haus haben wollen würdest, müsstest du aufschütten oder daneben bauen. Oh, ich sehe einfach nichts. Das Fenster, es bleibt einfach schwarz. Habt ihr eine Ahnung, wie ich das von schwarz auf geladen machen kann? Drück mal Escape, dass er das Menü lädt. Was ist meine Maus weg? Dreh ich mich gerade? Ich weiß nicht, ich bin unten in der Mine. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Fackeln. Und ich wollte mir noch eine Eisenspitzhacke machen. Ich glaube, das will mich hier gerade so ein bisschen, naja, nicht so ganz ernst nehmen. Ich drücke Escape, dann taucht meine Maus auf und wenn ich Escape drücke, geht sie weg. Aber du siehst trotzdem nicht mehr, oder was? Dreh ich mich gerade oder so? Ja, dein Kopf zuckt rum. Ah, cool, das heißt, ich kann jetzt Minecraft spielen, aber blind. Oh Mann. So, wartet mal, das ist Eisen, perfekt. Da müsste ja auch noch ein bisschen was drin sein, aber noch 15. Und ich weiß gerade, was habe ich gerade für ein Tool in meiner Hand? Schwert. Und jetzt? Oh, Spitzhacke. Kannst du dich einmal ganz kurz direkt vor mich stellen? Nein. Okay. Willst du bestimmt nur wieder wehtun? Was kann ich tun, damit ich was sehe? F11 drücken. Und wenn ich nochmal F11 drücke? Okay, ich kann jetzt also nur im Vollbildschirm spielen. Dann funktioniert's? Ja, aber wenn ich nicht im Vollbildschirm spiele, ist es nicht mehr schwarz, aber weiß. Oh Mann. Vielleicht ist es ein bisschen rassistisch von Minecraft. Schwarz geht's nur. Vielleicht aber doch nicht. Nein, das war dumm, was ich gesagt habe. Hört auf und nein, ich will niemanden beleidigen. Ja, ja. Dani verzettelt sich. Ich bin alle dumm. Ich bin dumm. Hab ich gar nicht gesagt. So. Hat sich Cäsar ausgedacht? Nee. Ich denke mir sowas nie aus. Ich weiß das. So, ich habe Fackeln, ich habe die Eisenspitzhacke, dann haben wir noch ein bisschen Steinspitzhacken. Gibt's bei dir irgendwie eine Art von Haupteingang? Ja, da, diese Treppe wird es dann. Verdammt, ich bin runtergefahren und hab diese Kuh runtergeschubst. Ey, kaum ist er hier, randaliert er wieder, ne? Unglaublich. Bin einen Block nur runtergefallen und da war eine Kuh, woher soll ich das wissen? Er lässt die Kühe. Echt. Oh, out of memory. Och nö. Nein, gecrashed. Ah, dieses Modpack funktioniert anscheinend nicht ganz richtig. Ne, scheint ziemlich ressourcenfressend zu sein, ne? Haben wir denn nicht gerade eben noch mit jemand anderem aufgenommen? Ja, Neo. Hallo. Ach, ich dachte, er wäre noch da. Ich hab nicht gemerkt, dass er weggegangen ist. Er ist doch noch da. Aber
Aber er hat nichts gesagt. Na doch, hallo. Siehst du, er ist da. Wo sieht man eigentlich die Map auf von dem Server? Ich habe gehört, dass es gäbe irgendwie eine riesige Map, wo man alles sieht. Na, ja, Dings hier, man von die Trado diese Großsicht auf die Karte. Ah. Und wo komme ich daran? Musst du mal in dem Skype-Chat nachgucken, in der Gruppe. Na, ich bin ja erst später dazu gekommen. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das... Gucken, ob... Noch von... Ob du da schon drinne warst. Ich habe Uran gefunden oder sowas. War das Uran? Du hast Urin gefunden? Ich habe Uranium-Ohr. So. Davon, das solltest du eigentlich immer mitnehmen, weil das ist eigentlich ganz selten. Und wenn man dann später mal auf die dumme Idee kommt, einen Atomreaktor zu bauen, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, wozu braucht man einen Atomreaktor? Weil man das hat. Das macht ein bisschen blöden Kalkite. Ich weiß es nicht. Also mit einem Atomreaktor kannst du 5 Leute powern. An Energie. Okay. Aber das gleiche kannst du, glaube ich, mit einem High-Voltage-Solar-Panel machen. Ja, und das ist relativ sicher, ja. Im Gegensatz zu dem Atomreaktor, der dann gerne mal Piff macht. Aber dafür ist der Atomreaktor günstiger, glaube ich jedenfalls. Also man kann ihn günstig aufbauen, aber ein günstiger Atomreaktor ist kein sicherer. Und hier, ich habe dir gerade den Link geschickt. Okay. Guck ich mir an, sobald ich Skype wieder gestartet habe. Ich habe es ausgemacht, weil wir ja jetzt mit TS aufnehmen. Skype ist ja ganz schön interessant. Brauche ich ja die Leistung von Skype nicht für Skype. Genauso wie das Modpack nicht mehr so gut funktioniert, wenn ich Firefox benutze. Ja, weil Firefox ein richtige Schleuder von Arbeitsspeicher ist. Der haut da ordentlich rein. Können schon mal 130, 140 Megabyte weg sein. So, jetzt nächster Versuch. Ist jetzt inzwischen 4, oder? Irgend sowas, ich habe nicht mehr mitgezählt. Aber das könnt ihr an die Kommentare schreiben, würde jetzt ein großer YouTuber sagen. Ach, das sagen viele. Ja, ich finde es immer ein bisschen erbärmlich danach. Zu japsen und zu betteln. Mach doch dies, mach doch das. Hab mich lieb. Schenk mir Kuscheltiere. Nee. Übrigens ist es gecrashed, als ich versucht habe, in deine Kiste zu gucken. Ja, das ist auch meine Kiste, Mann. Was? Ist auch meine Kiste. Ja, Alter. Ich hab nach S-Bahn gesucht. Wo kommt denn der Creeper her? S-Bares ist gerade nicht so meine Stärke. Ich glaube, ich pack mal Shader Mod raus. Mach das mal. Würde an deiner Stelle Optifine und den Shader rausschmeißen. Dann hast du nämlich die ganzen Sachen komplett angezeigt und nicht, dass irgendwas fehlt an Armen und Beinen und Gliedmaßen. Muss ich einfach bloß ins Dings reingehen und das da rausschmeißen? Genau. Einfach in den Technik, okay. Mach ich mal kurz. Machst du Edit Modpack, dann ganz einfach die beiden auf die Disable-Seite rüberziehen. Dann war's das. Oh, bei deinem Berg läuft's gar nicht so gut für mich. Echt? Ja, aus dem Grund, weil der muss halt alles im Untergrund rendern und auf einem Berg gibt's halt mehr. Also es funktioniert, aber es ist sehr viel schlimmer im Vergleich zu bei dem offenen Meer, wo wir gerade eben waren. Ja, oder willst du dann in die Nähe von der Küste ziehen, dass wir zwei Häuser haben? Die können wir dann verbinden. Mit einer Trasse. Ja, aber ich kann dich halt da nicht besuchen, komm, weil jetzt stürzt es, glaube ich, gleich nochmal wieder ab. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, dass es besser läuft. Hast du die Grafikeinstellungen schon alle runtergedreht? Ja. Ich spiele hier eigentlich auf normal, jetzt spiele ich auf Short und das ist genau gleich. So schnell. Inzwischen ist es wieder bei fast out of memory. Du brauchst mehr Arbeitsspeicher. Das eine Gig, das reicht halt einfach nicht für Modpacks. Zwischen
zwischendurch läuft es aber manchmal so richtig schön flüssig, ohne Lagspikes. Habe ich auch schon mal 10 Minuten lang gehabt. Wow, 10 Minuten! Aber sobald ich meinen Winkel auf mehr als 45 Grad nach unten gucke, auf dem Berg hier, geht gar nichts mehr. Aber so viele Höhlen waren hier eigentlich gar nicht. Na gut, ich bin jetzt in der relativ großen drinnen und war mehr wie ein Weltmeister. Naja, eigentlich leckt es ja umso mehr Blöcke da sind. Verstehst du? Ja. Er rendert halt alles Sichtbare und ab 1.8 rendert er nichts mehr, was unter der Erde ist. Verstehst du? Ja. Nee, das ist schon eine gute Performance-Steigerung. Ja, aber in der Version hier rendert er halt noch alles, was unter der Erde ist. Und dass in diesem Modpack halt so viel Zeugs gibt, was bei einer großen Höhe unter der Erde alles ist, dann geht das halt mit dem Berg nicht. Naja, es ist extrem, was hier an verschiedenen Materialien ist. Kann jemand für mich Hi schreiben? Weil bei mir geht das nicht. Ah, Hubex ist da. Oder Alex, oder wie man auch immer nennen möchte. Bis jetzt habe ich es geschafft, von oben auf deinem Berg bis zur Treppe vom Berg zu laufen. Oh Mann. Das ist echt unspielbar. Wenn es nicht lecken würde, wäre ich wahrscheinlich schon 100 Blöcke in Richtung meines Hauses. Naja, dann musst halt in der Nähe der Küste bleiben. Schau mal, das muss dann irgendwie hinkriegen. Oh, hier ist in deiner Nähe ist sogar eine Hexe. Echt? Mach ich gleich tot! Ist auf meiner Minimap. Siehst du sie nicht auf deiner Minimap? Ich achte überhaupt nicht auf die Minimap gerade, weil ich hier nur am OS schlürfen bin. Ich schon, weil es gibt halt nicht so viel, auf was ich anderes achten könnte. Außer Minecraft 1.4.6 Not Respawning. Und dass ich mich dann... Aber im Vergleich zu vorher bewege ich mich jetzt nicht gar nicht weiter, sondern einen halben Block pro 5 Sekunden. Pro 10 Sekunden, weil diesmal habe ich mich gar nicht bewegt. Das ist nervtötend. Es ist schön, nicht. B-Team lief doch auch ganz gut bei dir, oder? Ja. Auch die komplizierten Sachen. B-Team ging bei mir flüssig, ohne irgendwelche Lags. Sehr seltsam. Ups, bin ans Mikrofon rangekommen. Hey, Entschuldigung. Aus meinem Nether, da ging's. Wundert mich eigentlich, weil der ist eigentlich auch relativ anspruchsvoll, was da alles bietet. Nee, ich meinte, im Nether ging's nicht ganz so gut. Achso. Also, es ging, aber halt nicht extrem flüssig, wenn ich über riesigen Mengen von Lava war. Die alle dann animiert waren. Sag mal, hast du eigentlich deine Maschinen schon in die Kiste gesteckt? Was? Die Maschinen? Sind die schon bei dem Berg oder wo kommen die jetzt dann hin? Naja, die. Ich würde es nie schaffen können, die Maschinen vollständig auf dem Berg aufzubauen. Okay. Und ich brauche die ja auch. Und ja, ich könnte klar. Die auf dem Berg ja dann niemals benutzen. Nee, das sein könnte, dass du die schon in die Kiste gesteckt hättest, weil dann hätte ich die mal aufgebaut zwischendurch. Aber... Ich glaube, wir müssen uns einen anderen Ort suchen, weil das geht gar nicht. Ja, geh mal zum Ufer wieder und guck, ob es da geht. Ich bin immer noch auf der Treppe. Ist das kacke doof? Ich weiß nicht mehr, ob ich es schaffen würde, die... Also ich bin ja noch auf der ersten Stufe der Treppe. Das, was noch so ein bisschen oben rausguckt, an Holztreppe. Okay. Ich hab's nicht mal geschafft, mich umzudrehen und auf die nächste Treppe zu gehen.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles so Sachen abbaue. Aber ich nehme so alles mit. Ich weiß auch gar nicht, warum die den Mod mit den zusätzlichen Biomen reinmachen mussten. Ich finde den ganz Biomes cool. Biomes so plenty, aber wenn man den jetzt entfernen würde, würde die halbe Welt fehlen. Ja, das stimmt allerdings. Zinn, Zinn, Zinn. Und noch mehr Zinn. Also mal gucken, was man dann so für die ersten Maschinen braucht, weil langsam habe ich ja schon einige. Die erste Minute nach einem Restart kann ich mich immer noch voll bewegen. Aber nur die erste. Das ist doch bescheuert. Aber oh nein, jetzt bewegt er sich wie ein Geist. Jetzt kann ich es gerade gar nicht steuern. Ich glaube, er nimmt gerade alle Steuerungsbefehle von vor den ganzen Legs jetzt, um die zu sich zu bewegen. Okay. Warum ist da überhaupt ein Kürbis auf dem Baum drauf? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da ist irgendwie der Map Generator ein bisschen ausgerastet. Da muss unbedingt Kürbis hin, egal ob da ein Baum ist oder nicht. Kürbis! So, Inventar schon recht gut voll. Das einzige Dumme mit den Prozenten ist, wenn man gerade halt Nacht haben möchte. Das ist doof, aber nur dann. Ja. Meistens wollen die meisten Leute ja eher Nacht-Tag haben. Ja, weil der Nacht kacke ist. Zumindest oftmals. Schön viele Sachen für den Cäsar. Auch wenn ich nicht weiß, was das alles ist. Hört man das? Nö, ich höre gerade nichts von dir. Das? Nee. Na gut, ganz leicht, als würdest du was schalten. Wie viel Zeit habe ich jetzt inzwischen während der Aufnahmen, unproduktiv vor mich hingelegt? Eine Viertelstunde. Sind es bei 17 Minuten. Also eine ganze Aufnahme. Yep. So, und ich bin jetzt mit meinen Ärzten soweit fertig. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mit dieser Folge oder von dieser Folge oder wie auch immer von euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Train Backspack. Ciao. Tschüss.